Ich bin Monika. Durch meine Tätigkeit als Schulmilchbotschafterin mit dem ABC der Lebensmittel und dem Ernährungsführerschein komme ich viel in Grundschulen und Kitas herum. Und da habe ich schon in gar manche Brotbox geguckt und war angenehm und oft unangenehm überrascht. Eine Dose voll Erdnussflips, ein kalter Hamburger oder kalte Pizza war keine Seltenheit. Und ganz oft ungetoastetes Weißbrot. Ich habe mich dann gefragt, wieso? Weshalb? Nun, hier ein paar Ideen für ein durchdachtes Pausenbrotmanagement. Ich mache mir einen Plan für die nächste Woche in etwa. Wie viele Pausenbrote werden gebraucht? Mache ich täglich Brote? Was kommt diese Woche auf die Brote? Käse, Wurst, Aufstrich? Was gibt es an Obst und Gemüse dazu? Wie viel werde ich in etwa benötigen? Wann und was mache ich mit den Resten? Gibt es eine Gemüsesuppe, Gemüseauflauf, ein Salat oder Obstsalat? Das Brot, am besten ist Vollkornbrot aus fein gemahlenem Getreide. Die Kinder werden es gerne essen, weil sie keine Körner sehen. Wenn ich das Brot gekauft habe, wird es dann möglichst bald in Gefrierdosen gepackt. Gerade so viel wie reingeht, die lassen sich dann gut entnehmen. Luftdicht verschlossen. Das ist wichtig beim Einfrieren. Schön trocknet es aus und dann schmeckt es nicht mehr gut. Oder nehme ich einen Gefrierbeutel, das geht auch. Das wird dann portionsweise entnommen. So, wieder luftdicht verschließen. Und ab ins Gefrierfach. So kann es dann am Sonntagabend, wenn ich meine Pausenbrote für den Montag mache, wieder entnehmen. Auch das Obst und das Gemüse, das ich mitgebracht habe, wird natürlich ordnungsgemäß gelagert, damit es für die ganze nächste Woche frisch bleibt. Die Brotdosen werden am Abend vor der Schule, am besten zusammen mit dem Kind, das diese am nächsten Tag mitnehmen wird, gefüllt. Dazu die entsprechende Menge Brot aus der Gefrierdose nehmen und etwa eine halbe Stunde auftauen lassen. Sie dürfen auch gerne noch etwas frostig sein, das spielt keine Rolle. Da kann ich dann beide Scheiben dünn mit Frischkäse bestreichen. Dünn reicht im Käse oder Brotbelag mit Wurst, ist ja auch fett. Ich mache das nur, damit die Brotscheiben besser zusammenhalten, nicht so auseinanderfallen. Dann mit einer Scheibe Käse belegen. Gern auch Knacksalat, so nenne ich Eisbergsalat oder Chinakohl, da der bissfest bleibt, auch wenn er eine Weile im Kühlschrank auf das Essen wartet. Den kann man da auch gut dazulegen. Also wieder eine Scheibe Käse und eine Scheibe Eisberg. Damit das zusammenhält, gibt es hier auch noch etwas Frischkäse. Jetzt hätten wir schon zwei unterschiedliche Käsebrote. So rum. Je nach Vorlieben des Kindes, diagonal durchschneiden. Bei kleinen Kindern ist es vielleicht günstig, wenn man kleinere Stücke schneidet, dass es gerade so in die Mundstücke könne. Das hängt ganz von den Vorlieben des Kindes ab. Es gibt auch, die mögen auf keinen Fall Stücke. Dazu kann man jetzt schon das Knabbergemüse geben. Es gibt ganz viel Sorte Gemüse, die sich super im Kühlschrank aufbewahren lassen, in der Brotdose, bis morgen früh. Ein paar Karotten, Paprika, vielleicht Radieschen und Gurkensticks. Oder hier zwei Tomatchen, etwas Zucchini. Also man kann von dem Gemüse abschneiden, so viel man braucht. Den Rest macht man wieder in die frische Box. Die Vorteile von dieser Art, Pausenbrote zu machen. Die Brotdose kann am Vortag zusammen mit dem Kind gefüllt werden. Das Kind kann schon bald selbstständig Pausenbrote machen. Ich habe morgens eine Zeitersparnis, auf jeden Fall. Auch brauche ich keinen Umweg oder Zwischenstopp beim Bäcker zu machen, um das garantiert teurere Pausenfrühstück zu kaufen. Dieses Frühstück mit der Scheibe Käse auf dem Brot, morgens ein Glas Milch, bevor das Kind aus dem Haus geht, und ein Joghurt dazu, ist ein Grundschulkind vollständig versorgt mit Kalziumbedarf für den ganzen Tag. Einfach im Vorbeigehen, preisgünstig und schnell.